Grüß euch von Team Gerecht Innsbruck. Heute sind wir wieder bei dem Ohrwäscher da, vis-à-vis vom Marktplatz. Haben wir schon ein Video gemacht, haben uns damals auch gekriegt, dass die Fahrradständer da eingestellt worden sind, dass nur noch zwei Busse Platz haben. Nein, es gibt jetzt eine Steigerung, nämlich jetzt haben sie diesen Fahrradträger oder Ständer da quer einer gemacht, dass im Prinzip nur noch ein Bus Platz hat und der zweite muss mit dem Heck sozusagen in die Straßen ausstehen, wenn er ausgeladen wird. Das ist unglaublich sowas. Also was fällt Ihnen noch ein? Es ist unfassbar. Und was ich nicht verstehe, ist, dass die Standesvertretungen, ob das jetzt die Wirtschaftskammer ist und so weiter, da nicht endlich einmal Gas gibt. Die lassen das prüfen, das dauert lang, ewig. Da ist aber kein geholfen. Im Prinzip werden da die Touristen hergeführt, um in die Stadt reinzukommen. Und wenn die das nicht mehr kennen, dann gehen sie halt da nicht mehr rein. Und dann sind natürlich auch wieder die Betriebe in Mitleidenschaft gezogen. Sein das ein totaler Wahnsinn. Und jetzt haben wir noch etwas, was ich euch sagen will. Diesen Sandsack hier. Und ich würde sagen, dass dieser Sandsack mittlerweile mehr Hausverstand hat als wie die Verantwortlichen der Verkehrspolitik. Da muss sich was ändern, weil an Dummheit sind diese Aktionen nicht mehr zu überbieten. In diesem Sinne, macht es gut. Servus Innsbruck und Servus Tirol.